Dieses Video wird gesponsert von HG Power Glue. Yo, was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute einen Härtetest extrem mit der Schweißnaht aus der Flasche machen. Ich habe bis vor kurzem nie was von einer Schweißnaht aus der Flasche gehört. Umso interessanter war es für mich, dieses Produkt zu testen. Die Schweißnaht aus der Flasche besteht einmal aus einem Granulat, was pulverförmig ist, und aus einem flüssigen Klebstoff. Mischt man das Granulat mit dem Pulver zusammen, fängt es sofort an zu reagieren und es entsteht eine bombenfeste Verklebung. Man kann damit abgebrochene Teile wieder zusammenfügen, Material nachfüllen und das bei Holz, Stein, Gummi, Glas und etc. Das hört sich richtig cool an, lasst uns mal schauen, wie cool die Schweißnaht aus der Flasche wirklich ist. Auf der Verpackung ist eigentlich alles richtig einfach erklärt. Granulat draufbröseln, Kleber drauf und fertig. In der Bedienungsanleitung ist das nochmal alles richtig ausführlich erklärt. Und das in verschiedenen Sprachen. Ich simuliere mal einen Rohrbruch. Finger versus Kunststoffrohr. Hiya! Ninja Power for Life. Das könnte man jetzt schon so zusammenkleben, aber da ist kaum Platz für das Granulat. Man muss da so ein Grat reinfeilen, damit dort eine fette Schweißnaht entstehen kann. Genau so sollte es aussehen. Man kann gut erkennen, dass dort jetzt viel mehr Platz für das Granulat und Klebstoff ist. Ein bisschen Teser für den Halt. So ist alles etwas stabiler und man kann anfangen. Der Hersteller gibt vor, erst das Granulat und dann den Kleber aufzutragen. Die Erfahrung sagt mir, dass wenn man erst den Kleber aufträgt, dass dann das Granulat besser auf dem Material hält. Ohne Kleber hat das Granulat nichts zum Halten und läuft wieder aus der Naht heraus. Beim Granulat aufpassen, dass man nicht mehr als 2 mm Dicke aufträgt, also immer abwechselnd zwischen Granulat und Kleber, bis die Naht oder das Loch oder sonst was richtig ausgefüllt ist. Am Ende sollte es dann so aussehen und man kann es zum Trocknen wegstellen. Hier habe ich mir was richtig Geiles einfallen lassen. Ich werde diese beiden Kunststoffstücke mit Hilfe von dem Granulat und Kleber zusammenkleben. Wie sehr das zusammenhält, wird gleich ein riesiger Stein testen. Die Oberflächen müssen wieder ein bisschen angeschliffen werden, damit der Kleber backt. Danach kurz die Oberfläche reinigen und los geht's. Erst ein bisschen Kleber und dann das Granulat. Man kann sehr gut erkennen, dass die beiden Mischungen sofort anfangen miteinander zu reagieren. Das sieht ein bisschen wie Spielerei aus, ist es auch, aber es macht Spaß. Die andere Seite auch noch vollballern. Das sieht schon richtig Bombe aus, aber die Ecken sind noch so komisch. Da gibt es auch einen coolen Trick. Einfach einen Klebestreifen zur Hilfe nehmen. Und die Ecken mit dem Granulat und Kleber auffüllen. So, dann lasst uns das Ding mal zusammenschrauben, damit ihr auch genau wisst, was ich mit dem Stein meine. Jetzt sollte man es gut sehen können. Nur die Schweißnaht hält jetzt die beiden Stücke zusammen. Wir werden gleich noch testen, wie stabil es ist, wenn ich es brechen würde. Aber jetzt testen wir erstmal, welche Zugkraft die Schweißnaht aushält. Könnte man damit ein Auto ziehen? Oder sogar mich hochheben? Nach diesem Experiment werden wir mehr wissen. Wir müssen noch mal kurz für einen anderen Test was vorbereiten. Wieder eine Schräge reinfeilen.
und dasselbe Spiel wiederholen. Granulat und Kleber, bis alles ausgefüllt ist. Das kann jetzt trocknen. So, weiter geht's mit dem Härtetest. Diesen Stein werde ich gleich nun darunter werfen. Ob diese Schweißnaht halten wird, sehen wir jetzt. Bereit? Oha, was war das? Irgendwas ist da abgeflogen. Die Öse hat sich gelöst, aber die Schweißnaht hat überlebt. Ich habe jetzt alle Ösen abgemacht und das Band mit Knoten befestigt. Das sollte jetzt mega stabil sein und wir können den Test wiederholen. Krass, da kam so eine Wucht auf, aber das Ding hat eiskalt überlebt. Direkt nochmal werfen, aber diesmal mit mehr Schmackes. Schaut, das Band ist gerissen. Das hätte ich wirklich niemals erwartet. Ich dachte wirklich, dass die Schweißnaht reißen wird, aber niemals das Band. Wer kann sich noch an das Rohr erinnern? Schauen wir mal, wie stabil das jetzt ist. Ich habe mit voller Kraft versucht, die Naht zum Brechen zu bringen. Draufschlagen ging auch nicht gut. Aber dann, mit voller Kraft auf die Kante. Gut, die Schweißnaht ist gebrochen, aber wie oft habe ich draufgeschlagen? Und wie doll? Ich denke, selbst wenn da keine Schweißnaht gewesen wäre, wäre es zerbrochen. Die hat schon richtig was ausgehalten. Machen wir mal einen Biegetest. Beim Biegen sieht man, dass es zuerst gar nicht an der Schweißnaht brechen will. Erst als ich mit voller Kraft und mit meinem vollen Gewicht draufdrücke, bricht die Schweißnaht. Ich mache nochmal ein Stück fertig, was etwas dünner ist. Jetzt kann man es nochmal richtig gut sehen, wie stabil der Kleber ist. Das Stück lässt sich einfach mal richtig krass verbiegen, ohne dass etwas mit der Schweißnaht passiert. Hier sehen wir eindeutig, dass das Kunststoff mehr nachgibt als der Kleber. Jetzt mit voller Kraft. Und gebrochen, aber nicht bei der Naht. Schaut, das Stück ist an einer ganz anderen Stelle gebrochen. Das müsste uns eigentlich sagen, dass der Kleber stabiler als das Kunststoff ist. Hitzetest. Ist der Kleber hitzebeständig? Wir testen es aus. Also die Naht an sich fängt nicht sofort an zu brennen. Da ist das Kunststoff schneller. Aber nach kurzer Zeit löst sich auch die Naht auf. Ich würde sagen, die Naht ist ein bisschen hitzebeständig. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass ich dort einen Brenner gegengehalten habe. Löcher auffüllen mit der Schweißnaht aus der Flasche? Wir testen es mal aus. Schönes Loch, oder? Granulat und Kleber, Granulat und Kleber, bis das Loch gefüllt ist. Am Ende das überstehende Abschleifen
sauber wischen und dann anmalen. Aber leider habe ich nur so eine schwarze Acrylfarbe. Mit einer richtigen Lackfarbe oder so sollte es natürlich besser gehen. Und schaut, das hat wunderbar funktioniert und war jetzt auch nur ein Aufwand von etwa 3 Minuten. Mein Fazit zu der Schweißnaht aus der Flasche. Man kann es universal verwenden bei Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Porzellan etc. Das finde ich auf jeden Fall mega geil. Das ersetzt quasi alle anderen Kleber wie Leim, Uhu oder sonst was. Am Anfang dachte ich, dass man aus so einer Flasche gar nicht mal so viel rausbekommen würde und man es nur für ein paar Reparaturen verwenden kann. Aber ich habe für diese ganzen Experimente nur jeweils eine Tube benutzt und die sind immer noch fast voll. Die Flaschen kann man bei Amazon für unter 20 Euro erwerben und ist für mich auf jeden Fall seinen Preis wert. Was haltet ihr von der Schweißnaht aus der Flasche? Würdet ihr es benutzen in Zukunft? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und du weitere coole Videos von mir sehen möchtest, dann klick auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. So verpasst du keine weiteren Videos mehr. Bis zum nächsten Mal. Tommy hat euch lieb.